Naja, Mission Innovation Austria stellt eine Plattform dar, die die Möglichkeiten schafft, zwischen öffentlicher Hand, privaten Unternehmen und Universitäten Technologie zu treiben. Und dies soll anhand von Leuchtturmprojekten stattfinden und ist für Siemens sicherlich ein ganz spannendes Umfeld. Ja, mit der Einführung erneuerbarer Energien und der zunehmenden Urbanisierung hat sich das System der Energieversorgung verändert. Früher war zentrale Produktion, Übertragung über lange Leitungen hin zum Verbraucher der Normalbetrieb. Heute versucht man, dezentrale Einheiten in Form von regionalen Versorgungen zu etablieren. Aufbauend auf den Ergebnissen des Projekts Seestadt Aspern hat Siemens gemeinsam mit Partnern intelligente Lösungen zum Betrieb solcher dezentralen Einheiten geschaffen. Und da ist das Thema Loadshift Oberwart ein ganz wesentliches Projekt zur Umsetzung dieses Wissens. Generell funktioniert all das nicht ohne digitale Lösungsansätze. In unserem Fall in Oberwart ist das ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk, wo alle Verbraucher und Produzenten zusammengeschaltet werden und das System intelligent entscheidet, welche Versorgungen wie stattzufinden haben. Ja, generell versuchen wir aus dieser Forschungsgemeinschaft mit der Stadt Wien Nutzungsmöglichkeiten für alle Formen von kommunalen Versorgungen zu entwickeln. Und Oberwart ist eines der ersten Beispiele, wo das umgesetzt wird. Also die Verbindung zwischen Produzenten von Energie wie Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk zu Speichermöglichkeiten oder intelligenter Gebäudeführung wird in Oberwart umgesetzt, und dazu benötigen wir Erfahrungen aus Aspern, Algorithmen, die eben die Effizienzsteigerung umsetzen und damit den Bürger, aber auch den Unternehmern kostengünstige Energie jederzeit zur Verfügung zu stellen. Es ist zum Beispiel im Bereich des Wasserwerks ein Hochbehälter zu befüllen. Da ist es entscheidend, dass die Energie für diese Befüllung zu Zeiten entnommen wird, wo der sonstige Bedarf nicht allzu groß ist. Daher muss die Gesamtproduktion nicht erweitert werden, sondern wir nutzen in der jeweiligen Zeiteinheit nach vorhandenem Bedarf die Möglichkeiten, die dem Bedarf gegenüberstehen. Wir sehen in Oberwart einen Teil der Möglichkeiten, die in einer Smart City umzusetzen sein werden. Es gibt eine Vielzahl von zusätzlichen Themen, die wir nicht nur in Aspern, sondern weltweit erproben. Also auch das Zusammenspiel von Wettervorhersagen zu Speichersystemen, zu Produktionssystemen. Das Thema Verkehrstechnologie wird in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Und all das wird über intelligente Systeme in Zukunft gesteuert werden. So gesehen, ja. Oberwart stellt einen wichtigen Nukleus dieser neuen Form der Smart City dar.